Hallo, willkommen auf dem Kanal Nachrichten Deutsche Stars. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren, um die neuesten Informationen zu aktualisieren. Punkt. Und als nächstes kommt der Inhalt des Newsletters. Florian Silbereisen erklärt seine Liebe unter einer Bedingung. Ja, kannst du raten? Wenn Florian Silbereisen als Traumschiffkapitän Max Barger unterwegs ist, sind alle Sorgen vergessen. Trotz der Pandemie konnte die Crew eine neue Folge drehen, allerdings dieses Mal nur im winterlichen Emden. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird dem Schlagerstar aber trotzdem richtig warm. Und das liegt nicht nur an den Wärmepacks, die er während der Dreharbeiten unter seinem Kostüm versteckt hat. Im Interview mit der deutschen Presseagentur verrät Flori, dass er kein Problem damit hätte, wenn der Kapitän eine tolle Frau kennenlernen würde. Mal schauen, vielleicht verliebt sich der Kapitän irgendwann. Punkt. Aber bitte erst nach Corona, wenn man wieder richtig küssen darf, witzelt er. Jetzt freue ich mich erstmal, dass wir für die aktuelle Folge schon einmal an Frauenpower zulegen konnten. Wir bemühen uns ja immer extrem darum, immer wieder neue, überraschende Stars zu verpflichten. Neben Colleen Ullmann-Fernandes als neue Schiffsärztin konnten wir für diese Folge auch Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski als Tanzlehrerin gewinnen. Und sie kann nicht nur tanzen, sondern auch flirten. Allerdings flirtet Viktoria nicht mit Flori, sondern mit einem Gastpunkt. Das scheint dem Ex-Freund von Helene Fischer gut in den Kram zu passen, denn so richtig kann er sich noch nicht an den Gedanken einer TV-Liebe gewöhnen. Ich habe noch nie eine Liebesszene gespielt. Aber alle erzählen ja immer, dass das vor der Kamera alles andere als romantisch sein soll, verrät er. Und wie sieht es privat in der Liebe aus? Das behält der 39-jährige aktuell lieber für sich.